was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Heute sind wir im Bikepark Olpe mit dem Thomas zusammen und wir testen Downhill-Bikes, weil ihr habt ja mitbekommen, ich bin schon des Längeren jetzt auf der Suche nach einem Downhill-Bike und ihr habt auch die Testphase vom Focus mitbekommen, das hat ja lange gedauert und der Thomas dachte sich, sowas darf nicht nochmal passieren. Deswegen hat der Thomas eine Reihe von Bikes organisiert. Vielen Dank dafür schon mal, mega. Und ich würde sagen, wir lassen den Thomas mal einzeln was zu den Fahrrädern sagen, weil die sind alle ziemlich, ziemlich unterschiedlich und haben alle so ihre Besonderheiten. Jo, und zwar sieht es so aus. Ist ja erstmal optisch alles ein Bike mit Doppelbrücke, also schon fürs gröbere Gelände gedacht. Allerdings haben die alle einen verschiedenen Hinterbau, das heißt vom V4L-Link bei YT über Poten bei Propane, über ein High Pivot in dem Norco und einem klassischen Viergelenker in dem Scott-Fahrrad sowie einem E-Bike ist quasi alles im Range dabei. Was wir heute fahren können. Das E-Bike benutzen wir natürlich, um raufzukommen. Kurz danke hierfür an Emotion Olpe, vor allem an den Jürgen. Das ist nämlich sein Privatfahrrad, was er uns zur Verfügung gestellt hat, damit das Hochfahren nicht so anstrengend wird und wir mehr Abfahrten machen können in der gleichen Zeit. Mir war wichtig, die Räder haben 29, 27,5 vorne, hinten, Mallet. Also wir haben alles dabei. Und die Räder sind halt unglaublich verschieden. Es sind Räder für bis zu 11.000 Euro dabei. Es sind aber auch günstige Räder für 3,5, 3,8 dabei. Einfach, ich will einfach, dass Daniel sieht, dass Downhiller nicht gleich Downhiller ist. Das gleiche Problem wie beim E-Bike. Die fahren sich tatsächlich alle total verschieden. Und ich bin total gespannt, ob der Daniel das auch erfahren kann. Und deswegen testen wir das auch in verschiedenen Regionen. Erstmal am Flowtrail, um zu gucken, wie rollt es denn überhaupt. Weil ein Downhiller rollt ganz anders wie ein Enduro. Und noch einen Seitenhieb an die ganzen YouTube-Kommentar-Leute. Natürlich braucht man keinen Downhiller, aber wenn sich einer ein XC-Fahrrad kauft, obwohl er ein Trail-Fahrrad hat, kommen auch keine Hater-Kommentare. Also lasst es einfach. Kein Mensch braucht einen Downhiller, aber es ist geil, einen zu haben. Big Bike ist immer noch die Nummer 1 im Park und im groben Gelände. Oder, Daniel? Ja, ich bin gespannt. Ich bin noch nicht viele Downhill-Bikes gefahren. Einmal ganz kurz das Norco hier, was Steinfeld. Und dann einmal vom Nils das Sender in M. Letztes Mal hier im Park, das lag mir überhaupt nicht und deswegen bin ich super gespannt, weil das sind alles Bikes, die ich noch gar nicht kenne und ja, ich bin... Was auch noch lustig ist, er hat gerade gesagt, in M, die Rahmengröße bei einem Downhill Freeride Bike ist gar nicht so sehr entscheidend, sondern die Art der Geometrie. Jetzt mal als Beispiel, wenn ich das Scott gegen das Norco nehme, die beiden Räder sind gleich lang, aber der Bereich Sattel bis Steuerrohr ist beim Scott 8 cm kürzer. Das heißt, der Sattel liegt viel weiter vorne, hat einen viel kleineren Reach, aber die Länge des Bikes ist dieselbe. Das wird sehr interessant und man merkt halt, die Philosophien gehen auseinander. Ne? Und ich denke, der Daniel wird heute merken, das eine ist halt super geil zum Jumpen, das andere ist vielleicht eher geil für graues Gelände. Und das eine rollt eigentlich wie ein Enduro, da ist kein Unterschied zum Enduro merkbar. Und das wird heute echt spannend. Ja, ich bin mega gespannt. Ich würde sagen, wir machen uns rauf auf den Uphill und dann geht's los. Yes! Vor? Yes. Rock and roll. Ab. Was die Narbe laufen, Alter. Ja, Leute, also das Rage, erste Abfahrt, war schon mega, mich mega wohl gefühlt, aber ja, gucken wir mal, wie es auf der Freeride läuft. Go? Go. Go.
Wir gehen Hallo. Jetzt. Hallo! Hallo! Wir gehen das ein anderes Rad holen. Okay. Zurück auf Anfang. Dein Schuh ist auf! Meiner? Ja! Ist ganz anders bei Foxy bei Rockshox, ne? Rockshox 120 PSI und bei Fox dann so 60 bis 70, ne? Ja, schon besser. Ist schon besser oder noch was rein? Nee, ich find's gut so, sonst ist es ja, zu hart. Der soll ja auch nicht zu hart, soll ja heute DH sein, ne? 120 im Dämpfer, ich glaub's ja nicht. Ja Leute, wir holen direkt nach dem Flow Trail das nächste Bike, weil das YT fühle ich tatsächlich gar nicht, ist überhaupt nicht meins leider, obwohl es mir optisch echt gut gefällt. Ich mag auch hier, dass das hier alles die Lager so versteckt sind und sowas, aber das war leider überhaupt nicht meins. Das nächste ist ein Rad, auf das ich mega gespannt bin, und zwar ist das Gambler Tuned Scott. Gehen wir jetzt abholen. Ey, das ist einfach so sexy, dieses Fahrrad. Ich bin jetzt 27,5, ne? Ja, und jetzt mallet. Und jetzt steigern uns langsam auf 29. Jetzt mallet und dann noch zweimal 29. Ich fahre die ganze Zeit 27,5. 24 Kilo. Ich schalte nämlich immer den Motor ab, brav, bergab. Wupp. Ich probiere jetzt mal die Abkürzung zu fahren. Guck mal, ob du am Bike bleibst. Okay. Übrigens, die Bremse ist scheiße, ne? Aber bei so einem Rad braucht man ja keine Bremse. Ist noch drauf? Ist noch drauf? Ist noch drauf? Oh, ist das eine krasse Nummer? Ist das eine krasse Nummer? Die Räder. Und dann sind auch ein Bein. Drehen durch. Hier an dem Rad. Keine Kontrolle mehr und das im Uphill. Okay, stopp. Du stürzt im Uphill. Okay, ready? Ja. Bei den Sprüngen vorher hat das mir schon so viel Sicherheit gegeben. Du hast an dem Bike die Gabel gar nicht eingestellt.
Nee, wir haben gar nichts eingestellt. Aber es müsste eigentlich für dein Gewicht das Waffeln 85 Kilo Fahrer eingestellt. Weltenunterschied halt, ne? Ja. Also man kann, denkt man gar nicht, wenn du jetzt ein Downhill-Bike kaufst, hast halt eins so für 3,5 und dann halt hier Oberklasse so, ne? Schon krass. Okay, dann jetzt wobei, ab auf Freeride. Ja, Freeride. Gucken, wie es in der Luft ist. Wobei ich nicht weiß, ob ich Mallet mag. Ja, gleich fährst du ja noch 29. Wir haben ja alles dabei. Ja? Ja. Let's go, Freeride. Go Freeride. Guck mal, ich mach das gleiche Geräusch wie mein Torque. Propane, die haben hier schon keine Dämpfer für die Gabel, ne? Oder hier das hier auch nicht. Ja. Ne? Hochwertiges Rad denkt immer an eigene Gabelpuffersysteme. Ja Leute, Sprünge ist das mega gewesen. Kurven und so hat mir nicht so gefallen. Ich bin aber jetzt richtig gespannt, wie sich das auf der Downhill anfühlt. Also, weil das Rage war schon cool. Mit dem YT hätte ich mich jetzt gar nicht so darauf da so hingetraut. Aber schon komisch, ne? Mit dem Rage habe ich mich echt direkt wohlgefühlt. Ja, das Rage hat halt, also um das kurz zu erklären, das Rage hat durch die Proten-Aufnahme bist du immer im Bike gefühlt, weil er halt schwimmend gelagert ist. Das heißt, die Anregung kommt von unten und von oben auf dem Dämpfer und der Dämpfer bewegt sich in seiner Position an keiner Seite eigentlich. Dadurch bist du immer gefühlt in der Mitte im Bike und hast immer das Gefühl, Reserve zu haben. Ja. Viele, die mit Pop fahren, sagen dann, okay, das gefällt mir, ich habe immer das Gefühl, das Rad sackt weg. Aber es bleibt eigentlich die ganze Zeit in der Mittelposition und extrem ruhig. Mhm. Ne? Also das ist halt Poten, ist halt ein super System vom Propane, definitiv. Und gleich bin ich gespannt, wenn er das Scott gefahren ist, danach fährt der High Pivot, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, wie gesagt, aber er merkt sogar als jetzt, ich sag mal, er fährt jetzt, vielleicht fährst du jetzt etwas über ein Jahr? Ja, ein Jahr, anderthalb so ungefähr. Und er merkt aber schon, das ist das, was ich euch immer sage, Leute, wenn ihr euch ein Downhill-Bike kauft, es gibt Downhill-Bikes, die sind für Racing gebaut und es gibt Downhill-Bikes, die sind für den Park gebaut und es gibt Downhill-Bikes, die können beides. So, wenn man so eins haben will, muss man die Dinger einfach Probe fahren. Da reicht es auch nicht, im Laden eine Treppe runterzurollen. Nein, die Dinger muss man entweder in Bike-Festivals oder auf Test-Days einfach mal einmal testfahren, weil die fahren sich tatsächlich, ich glaube, Daniel kann es bestätigen, unterschiedlich anders wie Tag und Nacht, gerade bei Downhill-Bikes. Ja, ja. Ne? Ich komme übrigens erstaunlich gut mit dem klar, finde ich eigentlich bis jetzt. Ne? Nochmal danke an Jürgen. Jürgen, du bist der Beste. Ne? Gut. Danke, Jürgen. Ganz wichtig beim Testfahren ist natürlich ein bisschen schon das Setting auch. Jetzt habe ich Zug- und Druckstufe schon alles zu Hause. Ich musste jetzt quasi nur noch mal den Druck anpassen. Bei dem Rad kann ich das ziemlich auswendig einstellen. Ich fahre 270 PSI, die braucht Daniel nicht. So. Guck mal, ob das jetzt ist wie beim Gambler. Ein bisschen weicher war es am Gambler, würde ich sagen. So, ich habe 95, das war fast gut. Wollen wir mal testen, wie wir das. Jetzt? Wolltest du mal testen, ob ich das fühle? Ja. Ja. Ja, gut.
den Servicegabelstapler. Ja. Wenn ihr in der Mitte der Kinematik, also zwischen Gabel und Dämpfer, halt auf das Oberrohr drückt, sollte es vorne und hinten einigermaßen gleich homogen einfedern. Dann habt ihr eigentlich ein relativ gutes Grundset. Was sagst du jetzt so rein optisch? Du saß jetzt auf allen Bikes drauf. Welches steht mir am meisten? Mit der Hose das Gott. Ja, stimmt, mit der Hose das Gott. Ja. Ich hätte was Neutrales anziehen müssen. Ja. Aber ich hatte nichts, was so halbwegs. Also so vom Größenverhältnis finde ich das Norco eigentlich ganz gut. Von Größe? Deinem, ja. Dass es nicht zu klein, nicht zu groß aussieht. Ja. Das Wichtigste ist, dass man sich einen Bragmina Signature Helm holt, weil dann ist man Bragmina. Over the top, Sylvester Stallone. Wenn ich den Helm anziehe, ist das, als ob ich eine Maschine anziehe. Das ist gespannt, was du sagst. Canadian Bike. The yes. Canadian Bike. Woo. Single Speed. Das war echt das erste Mal. Ja, das Norco war auf jeden Fall mit Abstand als schnellste. Natürlich gut, es rollt auch schneller ein bisschen, ne? Ja, hat selbe Gewicht wie Scott, ist aber länger und ist komplett 29 ohne Mallet und hat natürlich nur Hubs Carbon-Laufräder, die besten der Welt. Nein, das sind tatsächlich gute Laufräder, ich glaube, das merkt man auch. Und das ist natürlich gebaut aufs Minimalistische, ist nichts dran, keine Schaltung, gar nichts. Einfach nur bergab. Verpiss dich mit Apple. Genau, so sieht's aus. Und jetzt ab zur Freeride. Freeride. Jetzt bin ich gespannt. Aber so, beim Flowtrail fährt sich das jetzt wie ein Enduro. Habe ich nicht zu viel versprochen, oder? Vom Tempo her. Also ich bin auch jetzt das erste Mal, dass ich mich durfte ich gar nicht gewöhnen. Null. Ich bin auch den Hip Jump. Sobald bin ich dir mit den anderen Bikes nicht gesprungen. Ich dachte, wir werden Norco Brother. Take one, Freeride, yeah. Norco. Yes, Canadian style, yeah, rah, Whistler, yeah, here Whistler in Oper. Okay. Whistler in Oper. Ich glaube, das irgendwann das ganze Zeug. Also, das Norco bisher so die Mischung für mich aus den Vorzügen vom Gambler und vom Rage. Ja, ich bin gespannt, wie es auf der DH jetzt ist. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, fühlt sich direkt gut an. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich gar nicht irgendwie auf irgendwas einstellen, gewöhnen. Vielleicht ein bisschen auf die 29 Zoll Laufräder, minimal. Weil, wie gesagt, ich würde dir das Rad auf alle Fälle, wirst du gleich im Technischen vielleicht auch merken. Ja. Eher mit 27,5 dann. Aber das Giro und so bleibt ja alles gleich. Alter! Richtig! So. Scheiße, jetzt hat es tatsächlich erwischt hier. Für das Canadian Bike jetzt auch Canadian Wetter. Richtig den Strom am Regen, wir wischen noch mal die GoPro sauber. Das tropft wie Sau. Und ab geht's. Wie der HM.
Ich würde sagen, wir rollen runter. Soll ich meine Kniescheibe einmal zeigen im Video, oder? Okay, Leute. Wir sind am Ende vom Video angelangt. Sind jetzt nochmal gut in den Regen gekommen, aber egal, das gehört halt dazu. Fand ich jetzt. Ich finde wenn man einmal nass ist beim Biken, ist das total egal. Das ist nur danach, wenn die Klamotten nass sind, ein bisschen nervig. Aber wir haben ja Sommer, deswegen stört mich das null gerade, dass wir nass sind, wenn ich an unseren Winter denke. Ja, bei mir sieht es auch so aus hier. Ja, das Coole ist, dass er da jetzt quasi das mein Bike, also das letzte Bike, das Norco halt bei der krassesten Bedingungen eigentlich getestet hat und es trotzdem und mit Reifen, die so dafür gut, gar, die nicht Reifen, so gut sind, die gar nicht so gut dafür sind. Ja. Das sind eigentlich reine Park-Schön-Wetterreifen. Ja. Also ich muss sagen, das Rage hat mich richtig überrascht. Das hatte ich gar nicht so vom Schirm, habe ich nie so groß drüber nachgedacht. Habe ich mich direkt wohl drauf gefühlt. Das YT war überhaupt nicht meins, habe ich mich gar nicht wohl drauf gefühlt. Das Gambler war schon cool, aber irgendwie, dadurch, dass es so leicht ist, weniger sicher für mich, also hat es sich irgendwie angefühlt. Wobei ich das auf der Downhill richtig cool fand. Das Mallet war auch nicht so mein Ding, aber fand ich richtig cool, mal alle Laufradgrößen an einem Tag hintereinander wegzufahren. Sonst merkst du den Unterschied gar nicht so stark, finde ich. Und das Norco war für mich jetzt die Mischung aus beidem. Ist wirklich die Frage, ob das die 29 Zoll Laufräder sind so ein bisschen gewöhnungsbedürftig an dem Bike. Das finde ich am Focus zum Beispiel gar nicht. Mittlerweile, ne? Ihr wisst ja Bescheid. ich verspreche euch, also wenn der Daniel sich jetzt auch das Norco oder so holen sollte, dann gibt's, dafür hat er ein, dann machen wir Bullshit-Bingo. Er darf nicht einmal sagen, ich muss mich jetzt noch ein bisschen an das Fahrrad gewöhnen. Ich muss auf das Rad steigen und direkt loslegen. Du hast eben auch sowas fast zu dem Norco gesagt. Du musstest dich gar nicht einfahren. Genau, ich musste mich halt wirklich nicht einfahren. Ich war auf dem Flowtrail hier losgefahren und das war, ich weiß nicht, war wie, als wäre es mein Fahrrad. So. War gar, das war allerdings auf dem Rage auch tatsächlich so. Aber auf der DH habe ich mich mit dem Norco wohler gefühlt als auf dem Rage. Und bei Sprüngen auch. Also der Hip Jump hier oder auch Geschwindigkeit. Ne? Ich war auch mit keinem Run, glaube ich, war ich so schnell wie mit dem Norco. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so total voll im Kopf mit Eindrücken. Aber nicht zu vergessen, ne? Das ist eine komplett subjektive Meinung jetzt. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Downhill-Bikes. Ich bin super dankbar, Thomas, dass du das organisiert hast mit den ganzen Fahrrädern. Das war echt mega. Ich war so nervös den ganzen Tag. Und nicht vergessen, danke nochmal an den Jürgen. Danke, der den Lift mitgebracht hat hier, das Kinevo. Ne? Und hat seinen Job bergab auch wirklich gut gemacht, glaube ich. Ja, Thomas, ich überlasse dir das letzte Wort. Ja, das letzte Wort ist, ich hoffe, der Daniel kommt halt zeitig nach Hause und das Norco Aurum ist noch verfügbar und der klickt drauf und wir werden Norco Aurum Brothers. Yeah, woo! Ja, wir werden sehen, Leute. Seid gespannt. Ja, wir gehen jetzt noch ein klein bisschen springen da unten. Es wird jetzt auch gerade wieder trocken, aber das machen wir jetzt nicht mehr mit Kamera, sondern nur für uns. Just for fun. Überhaupt, das ist mein Tipp an euch. Habe ich selber jetzt auch. Ich habe keine Kamerahalterung mehr am Helm, nur noch hier an diesem komischen Ding. Ich fahre jetzt ganz oft wieder ohne Kamera und man sollte auch mal wieder ein bisschen für sich fahren. Ist auch wichtig, um Kopf frei zu kriegen und nicht immer nur Content abliefern, weil wir sind ja alle auch private Menschen. Ja, ne? Voll. In diesem Sinne, abonnieren, kommentieren und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Bevor Schluss ist, im September werde ich die 2023 Termine in meinen Kalender reinhauen. Also, wer einen Fahrtechnik-Kurs will, im September schön immer bei mir auf der Homepage auf den Kalender klicken. Ja, und wir haben ja auch noch ein paar Videos offen, ne? Ja, wir haben noch ein bisschen was offen und ich habe auch noch ein bisschen was vor mit Daniel dieses Jahr. Yeah, Mental-Challenge. Ich bin gespannt. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Nichts mehr übrig, was trocken ist. Aber ich habe ja, glaube ich, andere Sachen noch mit.